Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die SPD wird in 2023 hoffentlich dafür sorgen, dass diese Gesellschaft zusammenhält und dass wir durch die aktuelle Krise durchkommen. Das 9-Euro-Ticket war eine unfallartige und trotzdem so ziemlich beste Erfindung, die uns jemals eingefallen ist. Die bisher größte Leistung von Olaf Scholz war, als Generalsekretär der SPD würde ich sagen, für die SPD die Wahl letztes Jahr gewonnen zu haben. Mein größtes politisches Ziel ist, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Wohnraum für alle verfügbar und leistbar ist. Mein Guilty Pleasure ist, in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Chancengleichheit funktioniert nur, wenn Einkommensgerechtigkeit hergestellt ist. Ich bin stolz darauf, dass Ich bin stolz darauf, meinen Wahlkreis bei der letzten Bundestagswahl gewonnen zu haben. Das ist wirklich eine geile Sache. Seitdem ich nicht mehr Chef bei den Jusos, sondern Generalsekretär bei der SPD bin, habe ich aufgehört zu rauchen. Ha!